Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Bloodborne. Nachdem ich ja jetzt leider beim letzten Mal nach gut gespielt einmal abgestumpft bin, okay, da ist jetzt nichts mehr, dann gehen wir jetzt diesmal direkt durch, muss ich ja jetzt leider noch einmal. Ich probiere es mal so schnell wie möglich. Ich hoffe, dass ich da nicht... wieder zu schnell bin und am Ende des Tages wieder total ablose. So. Fallen lassen. Nice. Als nächstes hier runter. Komm, put. Komm, put. Blutfiole ist gut. Gut. Ist noch einer da oder habe ich sie alle? Erledigt. Hier raus einmal. Gut. Bin ich natürlich über die doofe in diese doofe Explosion reingelaufen, aber dafür gibt es jetzt natürlich auch keinen Dings da mehr. Okay. Wieder hier rein. Mann, oh Mann. Dieses Durchraschen, da wird's echt eng.
an der einen oder anderen Stelle. So. Gut. Jetzt müsste es da so ziemlich aufgeräumt sein. Ui, den hat es aber ziemlich gebröselt. Okay, so. Jetzt geht's weiter hier runter, darüber, da hoch. Hier rüber. So. Jetzt hoffe ich mal, dass ich nicht schon wieder blödsinn. So, schnell weg. 10.000 Blutechos wieder. Nice. Gut. Na, das war ziemlich actiongeladen gerade. Die werden wild. Das ist das Problem bei den Dingern. Gleich beim ersten Mal fertig machen oder eben halt nicht. Okay, die Großen sind auch noch fieser als die Kleinen. Thank you.
Es ist schön, dass nicht nur ihr durch die Wand schlagen könnt, sondern ich auch. Gut. Erledigt. Aber es sind noch mehr da. Hm? Also hier ist jedenfalls keiner mehr, das ist gut. Gecleared sozusagen. Und jetzt mal gucken, wo die restlichen Kollegen sich rumtreiben. Aha. Gegengift zweimal, gut. Wissen des Verrückten, das ist genial. Oder ich weiß gar nicht, ob ich so viel Wissen des Verrückten jetzt brauche. Ich habe ja jetzt eigentlich eine ganze Menge von dem Zeug. Ich mache mir mal Licht, das wird ja Sinn machen. Finde ich hier irgendwo irgendwas? Ist alles voll mit Blut. Was hängt denn da eigentlich? Keine Ahnung. Irgendein super großes Monster. Ritualblut zweimal. Mit Ritualblut kann man meines Wissens dann in die Chalice Dungeons, also in diese Kelch Dungeons rein, die dann zufallsgeneriert werden wohl. Aber das will ich ja momentan nicht. Hier geht's raus. Da ist alles voll mit so scheiß Vögeln, was mir nicht so gut gefällt. So, ist da noch einer? Ja. Blutsteinscherben. Nicht schlecht, so. Dann geht's weiter hier entlang, denke ich. Da ist, okay, da liegt noch einer. 6 Blutfiolen, das ist natürlich extrem cool. Und eine Leiter. So. Die gehen wir mal hoch und schauen, was da oben ist. Eine Tür. Das sieht nach Shortcut aus. Habe ich einen Shortcut? Ich habe einen Shortcut. Okay, das heißt, von hier komme ich normalerweise oben runter und kann jetzt mir diesen ganzen Geisterquatsch da drin sparen und stattdessen einfach hier runtergehen. Gut. Jetzt weiß ich aber noch nicht, wo es weitergeht, wenn ich ehrlich bin. Also hier scheint nichts zu sein, weitergeht technisch. Mal Licht machen. Okay. Hier geht's weiter. Nebel. Nebel des Grauens. Mal drücken. Ist da hinten was?
Nö, sieht nicht so aus. Aber irgendein Geräusch ist doch da. Oder ist oben was? Nee. Oh. Da knurrt's ja ziemlich. Ah! Da! Nochmal einer. Hä, warum macht denn der nichts? Der ist gar nicht so rülpsen. Der hat wohl schlecht gegessen. Man muss ein bisschen auf die Uhr achten. Ah! Hä, wo ist denn... Hä? Wo ist der denn jetzt hin? Wie konnten der entkommen? Da ist ja überhaupt kein Loch. Unbegreiflich. Okay, den muss ich mir merken. Fürs nächste Mal. Ein Doppelwolf. Ah, die trennen sich. Nice. Erwischt. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich dich in der Zwischenzeit one-on-one... Ah, aber eng. Blutsteinscherbe. Okay. Also rechts oder links ist die Frage. Ich gehe mal rechts rüber. Das sieht aus, als ob da eine Türe wäre. Und es sieht so aus, als ob da ein Item wäre. Zwei Blutsteinscherben ist gut. Und das fühlt sich total nach Boss an, wenn ich ehrlich bin. Den mache ich jetzt noch nicht. Ich habe keinen Bock auf Boss. Erst will ich mal den Level durchkämmen und gucken, was es dort alles Schönes gibt. Und erst wenn ich einigermaßen durch bin, geht's weiter. Ah, da liegt noch ein Item. Hm? Kräftiger Blutcocktail, braucht irgendwie auch kein Mensch. Eine Türe. Was ist denn das da oben? Da hockt einer. Das ist eine Falle. Boah, oh, leck mich am Arsch. Gott, bin ich jetzt erschrocken. Mann! Das geht doch... Oh, scheiße. Oh, scheiße. Oh,
Gott! Mann! Eine geschlossene Tür und da springt die doch da raus. Das ist ja unglaublich. Gott, Mann! Oh. Ich muss mich jetzt erstmal beruhigen. Und sehe gerade, es ist auch schon wieder Zeit. Ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal an dieser Stelle weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.